hallo. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du da ja, bist ich auch. Und dass du überhaupt bei uns spielst. Wir hatten am Sonntag eine gefeierte Premiere von West End, dem neuen Stück von Moritz Rinke. Du bist wieder dabei. Ich sage wieder, weil du schon in Wir lieben und wissen nichts von Moritz Rinke hier dabei warst. Und jetzt hattest du ein paar Tage, dich auszuruhen. Bist du ein bisschen runtergekommen? Ja, es geht so. Ich bin keiner, der gut schlafen konnte während der Proben, weil die wirklich sehr anstrengend waren. Wirklich sehr anstrengend. Und ich habe, glaube ich, selten Proben erlebt, wo ich am Ende sage, endlich sind die Proben vorbei. Mhm. Und trotzdem spiele ich das Stück gerne. Das ja, mag ich so. Das glaube ich dir. Die Figuren sind auch sehr schön bei Rinke, finde ich immer wieder. Mhm. In deinem Fall, was gefällt dir an den Männerfiguren bei Rinke so gut? Ich glaube, dass bei beiden Figuren das Scheitern der Figuren an sich selbst und am Umstand an den Frauen und aber hauptsächlich das eigene Scheitern. Das mhm. mag ich und das gefällt mhm. mir, weil es so brüchig wird dadurch. Der hat einen guten Blick auf die Menschen, finde ich. Ne? Ja, auf die Männer vor allem. Und auf die ja. Frauen weiß ich manchmal nicht. Das ist so. Ist ja auch nicht deine Sache. Das ist meine Sache. Ja, sag mal, du hast ja mit sehr vielen Kollegen gespielt. Wir haben ja noch tolle 5 andere Kollegen ja. mit dir zusammen ja. da auf der Bühne. Und Carlo Ljubeck als Regisseur. Du hast da mit Leuten zusammengespielt, die du alle mehr oder weniger richtig lange und gut kennst, oder? Ja, bis auf Carlo. Also Carlo kenne ich zwar auch, weil unsere Kinder zusammen zur Schule gehen. Aber Carlo kenne ich am wenigsten von allen. Caroline, Katharina und vor allem Benjamin. Also Benjamin Sadler ist wirklich so ein ganz enger Freund von mir. Ja. Und Stefan Schad, Stefan kenne ich auch durch die Kinder und so. Und das ist ein großes Geschenk, mit Leuten zu arbeiten, die man halt kennt, ja. man mag und ja. man freut sich auch. Und weißt du was, man merkt das an euch. Man merkt das an dieser Inszenierung, man merkt das an dem Abend. Da springt der Funke total über, auch was das betrifft. Und das finde ich herrlich, deswegen empfehle ich ihm dieses Stück nochmal umso mehr. Und jetzt noch eine letzte Frage, ja. Stefan, weil wir müssen schon zum Abschluss ja. kommen. Grauburgunder oder Pilz? Pilz. Ich komme aus dem Sauerland. Pilz, Sauerland. Okay, ab heute Abend West End für eine ganze Zeit bis in den Februar hinein. Unbedingt kommen. Stefan Kramp wird unter anderem angucken. Tschüss. Tschüss. Danke. Danke, liebe.